wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Klavierabend bzw. Konzert der jungen Virtuosin aus Südosteuropa. Ich freue mich, dass Sie heute trotz kurzfristigen Werbung so zahlreich erschienen seid und freue mich besonders, diese junge Künstler heute in München sehen zu können. Die Künstler, die heute spielen, wurden bei unserem Festival Piano Summer, der ein Völkerverständigungsprojekt ist, der in Südserbien schon im seit 4 Jahren stattfindet, von einem internationalen Jury ausgesucht und vorgeschlagen für diesen Event. Das sind Schüler, Hochschulstudenten und junge Leute, die unserer Meinung nach sehr viel versprechen, vor denen auch eine Zukunft, eine musikalische Zukunft steht. Und heute Abend wird für uns Iva Mišić aus Serbien spielen. Dann haben wir 2 Mädchen, die aus Sremska Mitrovica, eine Kleinstadt aus Nordserbien, kommen. Darija Maksimovčeva und Tara Vukadinovic. Das sind auch Studentinnen von der Musikhochschule Novi Sad. Ich werde jeden Einzelnen natürlich vorstellen und dem Programm ansagen. Vor allem freut es mich auch, dass heute Abend meine Kollegen gekommen sind, die anwesend sind, die dieses Projekt auch unterstützen, insbesondere Gäste aus Serbien, Professor Biljana Gorunovic, Professor Michael Leslie, der auch Meisterkurs da gegeben hat, Frau Rožica Čilić von Radio Belgrad und Sandra Vojenović-Schnabel, auch Dozentin an unserer Sommerakademie und Dozentin hier an der Musikhochschule in München. Ich freue mich auch, Frau Gorkim Schachim zu begrüßen von dem neu gewählten Migrationsbeirat der Stadt München, der eigentlich dafür steht, dass München als eine Weltstadt mit dem Herz, der für alles offen, der für alle offen ist, zu zeigen. Und ich hoffe, dass dieses Konzert auch ein kleines Beitrag in diese Richtung ist. Vor allem bedanke ich mich sehr herzlich bei meine langjährige Freundin und Mitstreiterin bei dieser Sache, Jana Begin, die für diesen Event aus Mazedonien angereist ist. Ohne ihre Unterstützung dieses ganze Event und das ganze Projekt eigentlich nicht möglich wären. Ich hoffe, Sie werden heutigen Abend genießen. Und eigentlich als erstes Stück werden wir ein Stück von Franz Liszt hören, das ist die Liszt-Paganini-Etüde Nummer 6. Und oft, wenn wir über Liszt hören, haben wir viele klischeehafte Floskeln, die uns vorgegaukelt werden in Zeitungen und Musikkritiken. Aber eigentlich, meiner Meinung nach, war der Liszt eine der faszinierendsten Persönlichkeiten seines Jahrhunderts. Er ist geboren auf dem Hof von Esterházy, eigentlich einem Hof, der jedem Musikkenner bekannt sein sollte, weil Joseph Haydn hat seine größten Musikwerke da geschrieben und hat seinen kompositorischen Laufbahn auch da begonnen. Und man hat sein Talent ziemlich früh erkannt und ging zum Karl Czerny, einem Lieblingsschüler von Beethoven, zum Unterricht. Da wurde er ausgebildet. Allerdings von einem Vater, der sehr ehrgeizig war, da gibt es eine Parallele auch zu Mozart. Der Vater hat sich sehr gehofft, aus seinem Sohn einen Zirkusclown zu erziehen, der natürlich für seine Klavierabende viel Geld verdienen kann und die Familie glücklich macht. Und ich fand Liszt am Anfang auch einen sehr unglücklichen und schlechten Komponist. Aber wenn man seine Entwicklung sieht, von Etüde Nummer 1 zu Transzendentalen Etüden, sieht man eigentlich, was er für die Klaviertechnik und natürlich viel mehr Harmonik und Musik insgesamt getan hat. Liszt hat sich durch seine Freunde auch wahnsinnig bereichert und als Mensch und Komponist sehr entwickelt. Ich schätze ihn auch als Freund. Er war der erste Biograf und großer Unterstützer von Chopin. Das ist vielleicht die erste Künstlerpersönlichkeit, die unterstützt hat. Aber Berlioz, Wagner natürlich und viele andere sind die Leute, die er Talent erkannt hat, und er hat für sie gekämpft und sich sehr, sehr für sie eingesetzt. Liszt war natürlich auch sehr inspiriert von dem Teufelsgeiger Paganini, der in seiner Zeit Furore gemacht hat mit seinem einzigartigen Geigenspiel, das man bisher noch nie gesehen hat und nie gehört hat. Und er hat natürlich versucht, auch aus Eifer dasselbe am Klavier anzuwenden. Und eigentlich aus Werken, die Paganini für Geige komponiert hat,
hat er sie für Klavier bearbeitet, transkribiert. Und das ist eigentlich jetzt das sechste Stück aus diesem Zyklus. Genießen Sie es.
Dank für diese virtuose Darbietung. Als nächste Künstlerin werden wir Daria Maximotscheva hören. Sie kommt eigentlich aus Russland, aus St. Petersburg, lebt aber in Serbien, ist Schülerin an der Musikschule in Sremska Mitrovica, ist 12 Jahre alt und sie wird uns ein wunderschönes Stück von Frédéric Chopin spielen, aus seinem Nachlass eigentlich, Nocturne Opus Posthum Cis-Moll.
nächstes spielt Tara Vukadinovic aus Serbien. Sie ist 12 Jahre alt, ist auch Schülerin an gleichen Musikschule wie die Daria. Tara ist Gewinnerin bei vielen Wettbewerben, so auch Preisträgerin der Goldmedaille bei einem Klavierwettbewerb, einem Klavierwettbewerb der slawischen Völker, den in Moskau stattfindet. Sie wird heute Abend eine Konzertetüde von französischen Komponisten Godard spielen. Thank you.
Weltstadt mit Herzen zeigt sich auch durch ihre Gastfreundschaft. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei den Gastfamilien bedanken dafür, dass es möglich war, alle diese jungen Künstler, diese Hoffnungen in München unterzubringen, sodass sie sich auch zu Hause fühlen. Und ohne ihre Hilfe und Unterstützung wäre dieses Projekt auch nicht möglich. Und ich freue mich auch, dass wir durch diese Freundschaften und miteinander auch ein reges Austausch stattfinden wird und dass wir auch viele gemeinsame Themen und Erlebnisse hier machen werden in den nächsten Tagen, die vor uns stehen. Wir werden die Staatsoper in München besuchen, wir werden uns über viele musikalischen Themen auseinandersetzen und natürlich viel Freude an Musik haben. Nächste Teilnehmerin, die heute Abend spielt, ist Gina Perasic aus Montenegro. Sie wird Beethoven Sonate Opus 53 C-Dur ersten Satz spielen. Genießen Sie es. Sie ist Studentin an der Musikhochschule in München. Genau. Thank you.
Als nächstes hören wir fünf Stücke für zwei Violinen und Klavier von Dmitri Schostakowitsch. Die Stückbezeichnungen sind Preludium, Gavotte, Elegie, Walzer und Polka. Die werden gespielt von Natascha Savic. Die ist Studentin an der Musikakademie in Novi Sad in Serbien. Und Selma Pleske, die ich lustigerweise als Österreicherin umgetauft habe auf unseren Flyer. Sie kommt tatsächlich aus München und studiert hier an der Musikhochschule. Die beiden jungen Damen werden von Masaki Saka im Klavier begleitet.
Künstlern, Frédéric Chopin. Wir sind Firma Sorkin aus Opus 68. Die sind nicht gleichzeitig komponiert, das ist eine Sammlung von Mazurken und das ist eine der letzten Werke, die Chopin hinterlassen hat. Die wird der 10-jährige Angel Jelashkov aus Sofia aus Bulgarien spielen. Genießen Sie es. Thank you.
tritt Dani Sogowska aus Skopje, Mazedonien, auf. Und sie wird uns ein wunderschönes, ein sehr lyrisches Stück spielen, vom Glinka für Klavier bearbeitet, von Mili Balakirjev. Und das ist nach einer Romanze vom Glinka für Klavier umgesetzt. Und der Name von dem Stück ist Die Lerche.
Was mich persönlich sehr besonders freut, ist der letzte Künstler, der heute Abend spielt. Es ist vielleicht einer der ersten Menschen, die ich in München kennenlernen konnte. Dimitri hat schon damals mit 7 im sowjetischen Staatsfernsehen gespielt und galt schon als sehr begabter Schüler, war im Nessin Musikinstitut in Moskau, ist schon mit 14 nach München gekommen und hat hier angefangen mit 14 zu studieren, war nämlich der jüngste Student. Jetzt hat er schon ein großes pianistisches Laufbahn und ist sowohl Komponist als auch Pianist und ist Dozent hier an der Musikhochschule in München. Der will uns heute ein eigenes Musikstück spielen, ein kurzes Stück von ihm. Dann folgen 3 wunderschöne Schubert-Lieder in Bearbeitung von Franz Liszt, und nämlich Frühlingsglaube, Ungeduld und Ave Maria. Und zum Schluss werden wir Aufschwung aus Fantasiestücken Opus 12 von Robert Schumann hören. Also. Thank you.
Thank you.
zahlreiches Erscheinen. Und nochmal einen sehr großen Dank an alle Künstler, die diesen wunderschönen Musikgenuss haben gestaltet haben. Und ich hoffe mich auf nächste Jahre mit neuen Künstlern, neuen Talenten. Und ich hoffe, dass die Erlebnisse, die für uns noch bevorstehen, für alle lange in Erinnerung bleiben werden. Und dass es neue Impulse und neue musikalische Ergebnisse bringen wird. Ich würde mich noch freuen, wenn alle Teilnehmer kommen und vielleicht ein gemeinsames Foto noch zum Schluss machen als Erinnerung. Das wäre schön. Applaus